Es rappelt im Karton. Dong, 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 dong. Ja, servus miteinander. Ja, servus. Oder grüezi. Oder seid ihr einfach willkommen hier im Kohlenpott. Ist die Sprache ja auch mehr linguistisch. Man muss schwer hinhören, weil mehr auswärts gesprochen wird. Ja, hier in Nordrhein-Westfalen, im ehemaligen Kohlenpott, wo mal die harte Sprache der Deutschen war, ist jetzt eine internationale Sprache. Ja, aus Krieg der Sterne wurde Star Wars und ihr kennt mich ja mittlerweile. Und ich stelle ab sofort ja, wie gesagt, Miniclips vor, die während der Arbeit passieren. Unbox, wenn Ware kommt. Ja, aber nur einmal im Jahr und das ist Mai. Und damit ihr euch drauf einschießen könnt, also einmal im Mai passiert so eine Session, so eine Video-Orgie, viele Ideen rauschen dann und ja, machen dann viel Spaß, auf den Weg gebracht zu werden. Ihr wisst, das ist eine Sendung geplant und so weiter und so fort. Echo ist zwar hoch gewesen direkt am Anfang, es war auch viel Besuch hier, aber dann starb alles wieder, wie immer. Es ist, also Star Wars ist mittlerweile überall. Star Wars wird mittlerweile nur noch gemacht als Foundation, als Force Day, für krebskranke Kinder, eine Convention. Also zieht man da keinen so vom Leder. Also mache ich hier meine gemütlichen Videos. Ich hatte euch gestern die Figuren gezeigt, beziehungsweise gestern kam die Ware. Ja. Das ist einer jetzt davon, das war dieses Doppelpack mit Finn. Ja, das ist der Stormtrooper First Order Stormtrooper, der halt auch den gewissen Schlagstock führte. Und wie ihr seht, haben die ja mittlerweile auch Schutzschilder, ja, die sie benutzen, um Angriffe abzuwehren. Da war ich ein bisschen knatschig, da einiges schon defekt war. Aber wenn ich mir das genau anschaue, so schlimm ist es nicht. Eine Verpackung brauche ich nicht. Wie gesagt, die Figuren sollen ja ausgestellt werden. Man soll sich die anschauen und wer die haben möchte, wird natürlich dann gesagt, wo man die bekommen kann. Ist ja kein Thema. Weil mittlerweile, dank online, kriegt man ja die Ware fast schon nachgeschmissen. Na gut, die nicht. Hot Toys und Sideshow ist immer noch eine Sache. Um da ranzukommen, muss man schon viel sparen. So, ihr merkt schon, es wurde auch viel Geld ausgegeben. Billig waren die Figuren nicht, keine einzige. 6 sind schon da, 12 sollen kommen. Die Absicht ist also jedes Jahr, jeden Monat eine Figur. 6, wie gesagt, sind schon da. Im Doppelpack geht es natürlich dann schneller, ist klar. Ja, die Absicht ist natürlich, alle Hot Toys zu bekommen, alle Stormtrooper, alle Variationen. Auch der Flame Trooper und so weiter und so fort. Empfehlen kann ich diese Figuren. Sie sind wunderbar verarbeitet. Also schlecht auf keinen Fall. Ärgert euch nicht, wenn die Verpackung manchmal ankommt. Wie Hulle. Ja, sah ja nicht gerade schön aus. Ich war natürlich erschrocken von einem Großhändler. Ne? Wenn ein Großhändler solche Figuren verschickt. Aber wenn man dann die Figur in der Hand hält, das Leder spürt. Auch die Lederfüße bzw. die Lederschuhe. Ja, ist ja richtig Leder alles. Ja, kein Gummi. Kann, ja, wirklich. Also richtig gut gemacht. Muss mal gucken, ob ich den so richtig reinkriege. Ja. Ich meine, der Ständer dabei geliefert, weil bei einigen Figuren, die werden ja geliefert. Und da ist kein Ständer dabei, muss man den auch noch kaufen. Als Hobby ist es natürlich reichlich teuer. Aber wenn man diese Figuren animiert, ja, wenn man diese Figuren animiert, und die kann man wunderbar animieren, und das werde ich auch sicherlich irgendwann mal in Angriff nehmen, dann werden diese Figuren hier auch lebendig. Also, erstmal sollen jetzt alle neuen erstmal aus der Episode 7 und 8 erscheinen. Mal schauen, ob man rankommt. Dann später so zurück die 1 bis 6. Ja, mal schauen. Weil 1 bis 6 hat man, 1 bis 6 kennt man. An den neuen Figuren gefällt mir halt die Uniform, der Bossruf. Ich muss mal hier weg. So, während ich die Kunden bedient habe, ist klar, wollte ich euch nur mal eben zeigen. Der Finn
so, aber wie gesagt, ist total verstaubt. Ja, hier. Also der Finn ist angeblich ja geliefert worden. Und diesbezüglich hole ich nochmal eben den Karton. So, habt den Karton nochmal geholt, schaut es euch an. Wie gesagt, zerrissen hier, total, ne, total zerrissen, verdreckt, geschrubbt. Also der ist hundertprozentig über die Erde geschlittert. Ihr kennt das ja, ne? So. Ja. Innen drin, wie gesagt, also ich zeige es euch nochmal, schaut euch mal an. Also, dass ein Kunde das jetzt nicht haben möchte, für den Preis, ihr wisst, wie Hot Toys nicht gerade günstig ist, ja, also so liefert man das, wie gesagt, einem Händler nicht aus, oder sagen wir mal, man liefert sowas natürlich auch nicht einem Kunden aus, und wenn, bietet man das an und sagt, hör mal, ich habe da Figuren, weil du die ausstellen willst, brauchst du die Kartons ja nicht. Aber das hier ist hundertprozentig bespielt, also er war bespielt, oder die Figuren sind bespielt und sehen dementsprechend aus. Also das Bein ist total verstaubt, also die Hose müsste in die Reinigung. Ne? Also die Hose müsste in die Reinigung, auf jeden Fall. Diese Figur, nicht gerade billig, kostet ja horrendes Geld. Und wie gesagt, das hier ist ja auch total offen. Ne? Ist auch total offen. Und die Hände, die waren also innen drin verteilt. Die lagen also hier innen drin, lagen die rum. Auch natürlich, ist klar, der besagte Schlagstock war natürlich in Benutzung, der lag auch da drin. Ein Arm und ein Schlagstock, wie gesagt, lagen da drin. So. Wenn man mir die für die Hälfte angeboten hätte, ist ja in Ordnung. Ich gesagt, ist okay, ich weiß Bescheid. Aber so ist es viel Geld. Es ist sehr viel Geld. Das verdient man nicht mal in 3 Sekunden, das geht nicht. Ja, und wenn man einem Kunden sagt, ihr braucht nur bei Amazon reingehen und gucken, wie teuer die Figur ist, er alleine schon, ja, Finn alleine, und ich hätte ein Doppelset mit dem Stormtrooper, also mit dem, beziehungsweise Erste Ordnung Trooper, bin ich ja schon. Ne? Ich habe mich zwar schon beschwert, beziehungsweise habe den schon geschrieben, eine Antwort kriegt man da nicht, muss man jetzt halt mal so richtig loslegen. Ne? Deswegen mache ich auch das Video, weil es gibt kein Echo. Ja, man schreibt eine E-Mail, kein Echo. Man schreibt eine Fax, kein Echo. Anrufen, ja, schön. Wissen wir jetzt auch nicht, warum das so ist. Obendrein ist ja die gesamte Verpackung, die ihr ja auch im Video habt gesehen, von Game of Thrones. Also, das war eine Verpackung von Games of Thrones. Da waren die Figuren drin von Game of Thrones. Und da war jetzt plötzlich der Finn mit seinem First Order drin. Ne? So kann man die Figur ja aufbauen. Man besorgt sich da einen Hintergrund und macht da eine tolle Geschichte raus. Ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Ich werde euch informieren. Ich habe, wie gesagt, dieses Unbox-Video mal gemacht, damit auch ihr wisst, wenn ihr mal solche Sachen bekommt. Für mich als Händler ist das natürlich auch ein Riesenverlust, weil diese Figur, wie gesagt, nicht verkauft werden kann, weil der Kunde, der die bestellt hat, brauche ich jetzt nicht erwähnen, welche Antwort da gekommen wäre, wenn ich sie ihm hätte verkauft. Habe ich natürlich nicht. Ist klar. Hallo. Hallo. Ich komme. Natürlich lässt man sich sowas nicht gefallen. Natürlich werde ich jetzt alles versuchen, dass irgendwo ein Ersatz herkommt. Also wie gesagt, der Finn ist schon bespielt, wirklich bespielt. Die Hose sitzt nicht mehr richtig, ja. Die Wirrfalten hier ist total verstaubt da unten, ja. Verkaufen, wie gesagt, geht nicht mehr. Die Figur also ist jetzt rausgeschmissenes Geld. Ich meine, der Kunde war stinkig. Der wird sich die Figur natürlich jetzt woanders besorgen. Das ist auch ein Imageverlust. Also hängt eine Menge dran. Wenn ich jetzt nicht selber eine Ausstellung machen würde wollen, wäre das alles ziemlich schlimm, finde ich. Aber naja, ich bin ziemlich human, was das jetzt angeht. Ich frage mich jetzt auch,
warum das passiert ist. Da muss ich mal nachfragen. Na, das wollte ich einfach mal auf den Weg gebracht haben. Ihr müsst natürlich, wie gesagt, mit Figuren ist so eine Sache, das hatten wir schon mal. Wir hatten schon mal so eine Firma, die der Meinung war, man müsste hier Schrott anliefern. Das kann also wirklich passieren. Es gibt Firmen, das passiert aber mehr bei eBay. Ja, und mittlerweile auch bei Amazon. Dann kriegt er einen Schuhkarton und in dem Schuhkarton Schuhgröße 46, Badelatschen, sind dann plötzlich die Figuren drin und dann kriegt ihr diese Figur auch noch so geliefert, wie die Firma der Meinung ist, euch eine Figur zu liefern. Also mit Figuren kann man böse Überraschungen, und da ich ja so viele böse Überraschungen schon hatte, bin ich in dem Moment auch ein bisschen human. Ja, weil Geld ist nicht so wichtig, Geld kann man nicht essen, aber die Figur, an der Figur kann man sich erfreuen. An der Figur kann man sich erfreuen, mit der Figur kann man was machen. Die ist also schön, wunderbar, flexibel, auch Knickpunkte, alles. Ich meine, so kaputt ist sie nicht. Nur ist genauso, wenn ich jetzt angeblich ein nagelneues Auto kaufe beim Autohändler und gucke dann auf den Tacho da, 150 Kilometer gelaufen, das kann keine Testfahrt gewesen sein und der Wagen dann auch nicht mehr neu riecht. Ihr wisst ja, wie Neuwagen riechen. Dann fängt man schon an zu stutzen. Ne? Also, wie gesagt, das ganze Bein hier. Also diese Hose müsste in die Reinigung, ist jetzt kein Scherz. Ne? Die ist also mehr wie getragen. Okay, jetzt kann man so sagen, wie im Film. Ich meine, im Film war er auch nicht gerade. Ich meine, diese Figur wäre jetzt filmtauglich, sagen wir mal so. Wie im Film selbst. Also er ist ja gerade losgerannt und ist gerade abgestürzt. Hat die Jacke von Poe geschenkt bekommen sozusagen. Also die hat er gefunden, die hat er angezogen von Poe Dameron. Ja. Also wie gesagt, die Tasche war auch nicht verpackt, da ist, die ist also auch, ja, also wenn man die jetzt schwerer macht, dann sieht es aus. Ich muss mir überlegen, also wie gesagt, ein bisschen entgegenkommen sollten die ja schon. Also bin jetzt etwas enttäuscht, muss ich sagen, das ist ein Großhandel. Ja, ist ein Großhandel, wo wir einkaufen, wo wir die Ware beziehen. Und wenn man den Großhandel schon nicht mehr vertrauen kann, dann kann ich wirklich hergehen und nur noch bei Amazon kaufen und dann weiß ich, was ich bekomme, rege ich mich auch nicht auf, weil dann bekomme ich die Ware bis zu 100 Euro günstiger, muss aber einen Monat warten. Oder aber ich zahle 100 Euro drauf, kriege die Ware innerhalb von 3, 4, 5 Tagen, ist klar, aus China, Japan, per Flieger, per Postflieger, ist klar, kostet eben 100 Euro extra. Ja, aber ich kann, also kann davon auch, also Amazon ist da kulanter, ja, also wenn ich mich jetzt bei Amazon beschwert hätte, hätte Amazon also anders reagiert, ja? Also ihr könnt, also ich kann Amazon schon empfehlen. Bei eBay ist klar, das sind keine Ahnung Wald- und Wiesenhändler, da kann es schon mal eine schräge Nummer drunter geben. Aber bei einem Großhändler, bei einem richtigen Großhändler, so eine schräge Nummer abzuliefern, ich weiß nicht. Also dass der Kunde jetzt dem Kunden biete ich es nicht an. Ich sage dem Kunden, die Ware ist nicht gekommen. Ich habe nur Ausstellungsstücke, wenn er die unbedingt haben möchte, dann gebe ich sie ihm halt günstiger, ist klar. Weil es gibt ja auch Kunden, die halt dieses als Geschenk haben möchten. Und als Geschenk geht es nicht. Also dieses kann man nicht einem so verkaufen, das geht nicht. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt Geburtstag hätte, ich kriege dann so eine Verpackung da, total zerrissen. Also nicht mehr verkaufbar, also ist nicht mehr verkaufbar, ist einfach nur noch, sowas nennt man Schrott. Ja, sowas ist Schrott. Kann man nicht mehr nutzen. Oder die sind so. Grüße, Hallöchen. Ein Unbox-Video zeigt ja auch auf, welchen Ärger man hat, beziehungsweise die Kunden haben, wenn die dann die Ware auspacken und wenn die Ware dann so ausschaut. Als Händler bemüht man sich natürlich, dem Kunden zu helfen. Und wenn man dann als Händler dann den Großhändler anspricht und wenn der Großhändler dann sagt, ja, das ist aber DAP-Ware, ne? Also Ware, die defekt ist, aber stand da gar nicht bei. Ja, ne? Also es soll also sich um Ware handeln, DAP-Ware, die also, ja, aber dann frage ich mich, warum zahlen wir dann denselben Preis? Ja, ist klar. Man kann also den Kunden auch jetzt nicht entgegenkommen, weil die Ware viel zu teuer und wir als Händler, ja, wir die Händler sind jetzt die Dummen, müssen jetzt auf der Ware liegen bleiben. Ist so. Ja?
Ja, wie gesagt, ist auch so angekommen, habe ich auch gestern gezeigt. Ich habe jetzt nur rausgenommen. Wie gesagt, habe ich euch auch gezeigt, dass die Hand da drin lag und so weiter. Ich guck mal eben aus Sicherheitsgründen. Ja, ich mache jetzt einfach mal so ein Unbox-Video, weil ich das ja, soll das ja jetzt beweisen, dass das so aussieht, wie es aussieht. Und es sieht ja nun mal so aus. Man kann das ja wunderbar hier sehen. Die ist ja richtig geschrappt. Also dieser Karton ist also durchs Lager gekämpft. Ne? Also die beiden Figuren sind nachts im Museum, kennt ihr den Film, ne? Wenn die Figuren nachts im Museum wach werden. Ne? Die sind beide wach geworden und haben dann wirklich in dem Lager bei dem Großhändler da mal so richtig Gas gegeben. So ungefähr sieht der Karton aus. Ich muss also Fotos machen. Ich werde Fotos machen, die werde ich dann auch seitlich hochfahren lassen. Ich habe auch gesagt, dass Finn seine Hose in die Reinigung muss. Ich mache das also ein bisschen spaßig. Ist viel Geld, ist richtig. Wie gesagt, ich kann dem Kunden, also ich empfinde dem Kunden nach und die Firma findet, also die Großfirma ist auch, versteht den Unmut des Kunden, ist klar. Aber wenn wir ehrlich sind, ich bin der Dumme. Ich bin der Händler, ich bin der Dumme, nicht der Kunde. Der Kunde ist gegangen, der Kunde besorgt sich die woanders. Der wird einen Teufel tun, nochmal so eine Figur zu kaufen. Und ich muss mir jetzt einfallen lassen, was ich mit der Figur mache. Ne? Also, wie gesagt, die Figuren sind bespielt oder bekämpft, keine Ahnung. Sind die dann gekommen. Und wie gesagt, der Finn, wie gesagt, hier unten richtig, ich hoffe, dass es scharf bleibt, richtig dreckig, da ist richtig der Dreck drin, also ja, es wurde einfach umwickelt und so weiter und so fort. Ja, ist halt so, ne? Weil ich bin jetzt nicht so knatschig, ich habe gar keine Lust drauf, rumzuknatschen, ja. Hier hat er an sich doppelt, ja. Grüße, hallo. Attack the Destroyer and get our assault teams aboard that Death Star. Target lock acquired. Also ich bin der Dumme, weil ich muss jetzt nachweisen, ob die Figuren wirklich so dreinschauen, wie sie dreinschauen, oder ob nur Kartonage. Also die Kartonage hier ist nicht nur defekt, richtig defekt, die ist richtig kaputt. Ne, habt ihr gesehen? Also ich mache es nicht, ich habe sie ja gestern live. Ich habe sie ja gestern live ausgepackt in einem Unbox-Video. Ich habe sie live rausgeholt und dann, wie gesagt, schon gestutzt, dass auf dem Karton Game of Thrones stand. Ja, Game of Thrones stand und ja, egal. Ich meine, wenn der Karton, ist ja nicht so schlimm, aber wenn die Figuren in Mitleidenschaft, ich konnte gerade nicht wegen dem Kunden, also der hat an sich zwei Umarmungen da. Der hier ist weg. Gut. Beim Hinstellen fällt das ja nicht so auf. Ne? Aber es gibt ja auch Kunden, die diese Figuren halt kaufen als Wertgegenstand. Da muss piekfein sein. Das muss absolut rein sein. Da darf gar nichts dran sein. Ne? Hier ist auch schon so eine Art Macke dran, seht ihr? Da ist auch eine Macke dran. Also das ist also keine beschädigte Ware. Ich meine, kein beschädigter Karton. Die Figuren haben, also Mitternacht da irgendwie gekämpft, ne? Wenn ich da mal ehrlich sein darf. Auch der Arm von ihm ist ja auch umwickelt, weil der Arm muss ja eingesetzt werden und dadurch kann man den Stab, glaube ich, zum Leuchten bringen. Ich müsste mir die also ziemlich genau anschauen, weil auch da Batterien bei sind. Das zeige ich euch auch mal. Lag auch so dabei und einige Hände lagen ja schon im Display, habt ihr ja gesehen beim Öffnen. So, wie gesagt, jetzt mache ich es mal ganz auf, habe die Hände also wieder da reingepackt. Man kann auch wunderbar sehen, wie das hier zusammengefriemelt ist, ne? Dass diese Hand also schon mal an die Puppe angebracht wurde und da kommen auch die Batterien rein, ne? Dass da dieses hier, wie gesagt, zum Leuchten gebracht werden kann. Ja, also da kommen die Batterien rein hier in den Arm und man sieht, dass das hier alles ziemlich offen ist. Die waren auch umwickelt hier. Ne? Gut, die Batterien sind Gott sei Dank nicht benutzt worden. Man hat den Arm hier halt nur so ausgestellt. Also ich vermute, auch wir brauchen Figuren,
zwecks Fotoshooting, zwecks Ablichtung, ne, Film und so weiter, braucht man ja Figuren. An sich kauft man ja nicht eine Figur, an sich kauft man ja mehrere Figuren. Ja, das beste Stück kommt in den Safe und die anderen werden dann für die gesamten Bearbeitung. Wir machen ja, wie gesagt, Werbung und wir machen ja diese Filmchen, die Werbefilmchen, damit man sich die Sachen anschauen kann. So. Unsere Kunden sollen aber, wie gesagt, immer fair behandelt werden. Unsere Kunden sollen natürlich auch immer die Ware bekommen, die sie auch gerne hätten. Da wird auch nicht irgendwie jetzt angefangen mit, nein, wird nicht. Ist jetzt unser. Jetzt werden wir daraus irgendwas basteln, machen, tun. Wir sind natürlich hochgradig enttäuscht. Wir müssen jetzt den Nachweis bringen, dass die Ware so ausschaut. Das Problem ist nur, die Ware ist schon richtig schön bezahlt, ist schon unser Eigentum. Um sein Geld jetzt zurückzufordern, ich weiß nicht. Schauen wir mal, was da jetzt mal rauskommt. Wir werden das Ganze jetzt mal veröffentlichen. Auch wir Händler haben echtes Pech mit Großhandel, weil die können auch nichts dafür. Für die ist das nur Ware, Spielzeug, was rausgehauen wird und dann wieder zurück. Gut, das war jetzt eine Bestellung für den Kunden. Und der Kunde nimmt die natürlich nicht, weil, ist klar, die Ray ist auch klar, die ist perfekt angekommen. Perfekt, wirklich. Die ist auch von Toys, war auch in der Kartonage von Hot Toys. Da war die Außenkarton, der Innenkarton, alles war Hot Toys, war alles okay. Ja, nur der Herr Finn nicht. Der Herr Finn ist mal wieder bei Game of Thrones gelandet. Keine Ahnung, was er da zu suchen hat. Sag ich ja, ihr kennt ja den Film, ne? Nachts im Museum, wenn die alle da lebendig werden. Ich vermute, diese beiden waren auch lebendig, haben da richtig Gas gegeben und dann ist das dabei rausgekommen. Ihr seht, ich nehme das mit ziemlich viel Humor. Jetzt gucke ich von hier oben. Sehe also absolute Gebrauchsspuren beim Film. Auch, ja. Hallo. Well done. Now head to the hangar. Bosk, deal with the rebels. Ich mache natürlich auch die Aufnahmen. Manche Kunden gehen natürlich auch vor die Kamera und drehen dann am Rad, aber das machen wir heute nicht. Kommt natürlich jetzt auch im Lichtwinkel an, kann man sehen, dass hier auch Gebrauchsspuren sind. Hier sind auch Gebrauchsspuren. Also diese Sache ist 100% gebraucht, also sowas von gebraucht und entspricht nicht dem Preis, der an sich aufgerufen wird. Auch nicht im EK, auf keinen Fall, weil mittlerweile im EK ist die Ware viel teurer wie bei Amazon. Ist euch also auch schon aufgefallen, habt ihr mir ja auch schon mitgeteilt, ist richtig. Bekommen wir jeden Tag eine E-Mail, wir haben auch gerade korrespondiert mit einigen, die auch Händler sind und sich auch wundern. Also im Großhandel ist die Ware manchmal super teuer, also sagen wir mal 2 Euro plus die 19%. Und dann hat man den Preis und dann muss man gucken, dass man die weiterverkaufen kann. So, aber wenn man dann bei Amazon dieselbe Ware dann für 1,50 Euro bekommt und da ist die 19% auch schon drin, fängt man an zu stutzen, was soll man jetzt machen, ne? Ist klar. Also mit dem Figurenhandeln, das ist so eine Sache. Hallo. Get to the hangar now. We're going in full throttle. Ich habe jetzt hier Fotos zu machen, ne? Also Fotos zu machen von den Staubresten, die er hat. Ja, ich soll also Fotos machen, ich soll das jetzt alles beweisen. Die Ware ist angeblich DPA, das heißt also, ist beschädigt. Dann frage ich mich, warum ich dann den vollen Preis im EK bezahle. Dann verstehe ich das nicht, denn dann steht meistens Ware beschädigt, Karton beschädigt. Das steht da wirklich, das weiß man dann. Und dann kann man dem Kunden dann auch sagen, die Ware ist beschädigt. Oder der Karton ist beschädigt, dann kann der Kunde sagen, okay, bestell trotzdem, schauen wir mal. So, aber in diesem Fall wirklich total erschrocken hier. Mal gucken, ich werde die Fotos machen, aber da wird nichts bei rauskommen, deswegen mache ich dieses öffentlich. Natürlich, meinen Unmut haue ich jetzt öffentlich raus, weil ich bleibe jetzt erstmal auf die Figuren stecken hier, ist nicht schlimm. Auf eine Art, ich mag sie ja auch. Ich meine, es ist viel Geld. Dieses viele Geld muss erstmal verdient werden. Jeder von uns muss das Geld verdienen, auch wenn er absoluter Fan ist von Figuren. Ich meine, Hot Toys macht gute Figuren. Ditko, Dreireich, die machen wirklich, wirklich, die geben sich wirklich viel Mühe hier.
dieses Leder, ja, ne? Wie gesagt, boah. Ist halt so. Gut, müssen wir jetzt leben mit, passen wir demnächst auf, müssen wir mal gucken, was wir mit dem Großhändler, ne? Noch nenne ich es, den Großhändler nicht. Ich meine, unser Eins wird für die 0,0001% sein, deswegen interessiert die das nicht. Das wird die auch nicht interessieren. Wie gesagt, beschädigt alles, total beschädigt gekommen. Muss man sich also schwer überlegen, ob man da weiter Handel treibt, ob man sagt, komm, pfeif drauf, nimm es raus aus dem Programm. Ja, wie gesagt, ist ja nicht schlimm, man kann die jetzt online verkaufen, ist ja kein Thema. Man kann die ja als beschädigt auch bei eBay, irgendwie kann man da schon was machen. Nur die ist wirklich beschädigt, hier sind Kratzspuren, ja. Hier sind richtige Kratzspuren drauf. Wie gesagt, da ist das Leder kaputt, also ist ab. Egal, schauen wir mal. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, das abzufotografieren, einen Beweis zu erbringen, dass die Ware defekt ist. Also ehrlich, sie ist so angekommen, ja. Irgendwie gar keine Lust, sich rumzuärgern. Ja, ich stelle die jetzt aus und mal schauen, was ich daraus mache. Ja. Ist so. Mal gucken. Hm. Ja. Nur kommen jetzt öfters Ware. Ja, und wird behauptet, das ist DPA-Ware. Ja, was immer das sein soll. Ja, dann müssen wir mal gucken. Wisst ihr was? Ich packe jetzt die Bomben. Ne? Es sind ja etliche Bomben dabei. 3, 6, 9 Bömmchen. Nee, doch nicht. Da ist irgendwie so ein Knick drin. Ist egal. Ja, jedenfalls ist diese Figur, weil wir machen das ja auch. Wir bekommen Figuren und müssen die dann abfotografieren. Und ja, wir sind immer ein Fotofilmstudio. Deswegen haben wir diese Figuren. Diese Figuren machen wir fertig. Nur, wie gesagt, gehören ja dem Kunden. Die kann ja nicht ich zeigen. Jetzt zeige ich halt nur die beschädigte Ware, weil jetzt ist es meine. Jetzt ist es meine Ware, jetzt muss ich damit umgehen. Jetzt kann ich die Fotosession da machen und euch dann irgendwann mal zeigen. Ja, also animieren. Ja, die können wir jetzt hier benutzen für uns, um daraus was zu machen. So ist das nun mal, weil der hier war auch, ist auch nicht verpackt. Der ist auch nicht verpackt, der ist auch lose. Das ist ja der berühmte Schlagstock, den man hier öffnet. Ja, macht man hier auf, vorsichtig. Ja, dann dreht man das hier so um. Ob die jetzt auch Batterien haben, müsste ich gucken. Nein, der hat keine Batterien, also der leuchtet nicht. Dann macht man die Leuchtsachen dran. Ja. So kann man ihn jetzt in die Hand geben. Du bist ja mit der Kampfposition, deswegen sage ich ja, vielleicht sind die ja lebendig geworden, die beiden, und haben im Lager dann so richtig Gas gegeben. Und so lag es da drin, also war das, also dadurch fiel das ja auch, weil der lag ja bei den Pumpen. Ne? Ja, ich vermute, dass die lebendig geworden sind, dass die da Gas gegeben haben, ne? Dass die beiden sich da geprügelt haben, so wie im Film. Was anderes kann ich gar nicht, kann das also nur mit einem lachenden Auge besehen, ja. Ich meine, für das Geld hätte ich mir auch einen tollen Ledermantel kaufen können. So ist das ja mal nicht. Ja, so ist das. Ihr merkt schon, ein bisschen unmutig, ein bisschen traurig. Aber ihr sollt das wenigstens auch sehen, dass auch wir damit leben müssen, dass uns die Ware so angeboten wird. Wie gesagt, jetzt kann man eben die Bomben da reinpacken. Ne? Das ist ja Gott sei Dank noch nicht offen gewesen, aber ach, ich lasse es. Da war jetzt ein Spaß, die Bomben da rein. Okay. So. Sieht gut aus. Geht kein Weg dran vorbei. Es werden schon. Die Firma Toy und Sideshow machen schon tolle Sachen. So, wie gesagt, ich fotografiere die jetzt nicht. Ich habe jetzt einfach keine Lust. Mir viel zu viel Arbeit. Ne? Alles klar. Die gehören jetzt mir. Kann ich ändern. We're running out of time. Droid secured. I have you now.
So, ich hätte natürlich viel zu tun heute und mache trotzdem nochmal diesen Abschluss. Genau, ich habe mit sehr vielen gesprochen, auch Händlern und auch Kunden, die solche, also auch echte Sammler. Also so, wirklich so kommt niemals eine Hot Toy oder Sideshow Sache an. Also das Ding ist also im Lager mehr als einmal wirklich irgendwo hingeflogen. Also das Ding, das kann man so nicht stehen lassen, das geht nicht. Wie gesagt, auch den Dreck, ich will hoffen, das sieht man hier. Also hier steckt richtig viel Staub drin, also sehr viel. Ja, also die hat schon sehr, sehr lange, also seitdem die auf dem Markt ist, hat die dann irgendwo schon gestanden. Also die Hose bedarf einer Reinigung, geht gar nicht anders. Ja. Ich meine, die Figur ist super. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja. Der Stoff ist super, die Jacke, Hot Toys, Sideshow. Brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Super Ware, kein Thema, aber so, ihr müsst mich jetzt verstehen als Händler. Ich kann das nicht meinem Kunden anbieten. Also der Kunde war hier, wollte jetzt nicht vor laufende Kamera, kann ich auch keinem Kunden zumuten. Ja, also einen Blick. Also wie gesagt, das blendet jetzt ein bisschen. Ich will hoffen, dass ich das irgendwie reinbekomme, ja, dass ihr die Gebrauchsspuren da auch seht. Sind richtige Schrammen. Sind richtige Schrammen drauf. Ne? Schaut mal. Also so natürlich nicht. Kein Sammler würde so eine Figur annehmen. Und das ist natürlich schade. Jetzt wird natürlich darüber gesprochen, wie man da entgegenkommt, weil es ein hoher Aufwand jetzt, die Ware umzutauschen, einzutauschen. Wie gesagt, es wird da gesprochen und ich habe auch das schon rausgesucht. Ich habe es rausgesucht. Auch die anderen Teile, ich habe es rausgesucht. Hier das Teil erkläre ich gleich. So, die sind immer ordentlich verpackt, immer. Ja, die werden immer ordentlich, auch wenn wir sie rausnehmen aus der Kartonage, sind immer wunderbar verpackt. Ja. Ja, ist also im Original eben abgezogen, also das ist jetzt von einer anderen Ware. So, jetzt geht um den Herrn hier, unseren Stormtrooper, erste Ordnung. Hat sich auch wunderbar verarbeitet, ja. Die Knickpunkte hier, das Scharnier, ja, die Armschoner. Ich kann ja an sich nicht meckern, aber das ist ab. Ne? Hier, der ist von vornherein ab, der ist so geliefert worden. Und das ist natürlich schade. Wir hatten das gestern noch versucht. Da hat auch einer dran rumgefummelt. Ich mach's mal ab. Ne, hier, seht ihr, hat also einer dran rumgefummelt, das gute Stück kriegt ihr da nie wieder rein, das war rausgerissen, also wirklich rausgerissen und das bekommt ihr da nicht mehr rein, also keine Chance, ihr könnt da versuchen. Gut, mit diesem einen kann man das jetzt hier machen, ne? Muss man nur enger bekommen, also versuchen es eng zu bekommen, damit es auch so stehen bleibt, sonst hängt das so, das sieht dann natürlich nicht aus. Wir arbeiten dran, so. So, als Händler versucht man die Ware zu kaufen. Die ist jetzt, wie gesagt, für einen Kunden eingekauft worden. Ein Kunde wollte die haben, seht ihr? Da kriegt man also nicht da rein. Wir haben es versucht, aber keine Chance. Hier ist so eine Art Öffnung. Hier seht ihr, so eine Art Öffnung. Öffnung. Und da sollte das dann rein. Geht nicht. Also wie gesagt, es ist rausgerissen, das liegt da anbei. Mal schauen, ob wir das irgendwie ankleben. Ne? An sich eine Hot Toy Figur, die so verschandelt. Ich meine, hier war alles noch einigermaßen in Ordnung. Ja, obwohl das verklebt war, also hier konnte man das abziehen, ist hier halt auch noch, seht ihr? So, das verstehe ich nicht so. Das verstehe ich auch am besten Willen, ne? Also die Figur, leider, die haben es erwischt, schade. Also die haben, ihr kennt mich, ich mache das alles humoristisch, bin ja gar nicht so sauer. Nur der Preis ist heiß und das tut weh. Die sind nicht gerade günstig, ne? Wisst ihr ja. Und ja, die sind nicht gerade günstig. Sind für den Kunden, der Kunde ist natürlich verärgert, weil es ein Geschenk ist, ja immer ein Geschenk bei dem Preis. Na, es gibt auch Sammler, die vorbeikommen. Dann hätte ich gesagt, die Ware ist nicht angekommen, aber hierbei haben wir sie alle gleichzeitig erschrocken.
Ich meine, gestern beim Auspacken habt ihr es ja gemerkt, Unbox-Video. Ab sofort, wenn die teure Ware kommt, werde ich immer ein Unbox-Video machen, damit man die Wahrheit von vornherein sieht. Das gute Stück ist wirklich gerade frisch geliefert. Postbote will natürlich auch nicht auf die Leinwand, ist klar. Aber ist hier nun mal Shopbetrieb, hier kommen die Kunden, jetzt habe ich Feierabend, jetzt kann ich in Ruhe meinen Dialog hier loslassen. Und beziehungsweise Prolog, Monolog. Ja, also wie gesagt, natürlich brauchen wir die als Filmkulisse. Die stehen dann irgendwo in irgendeinem, ne, guckt mal, Stadtrevier und wie die alle heißen. Die Figuren haben dann schon sicherlich einen Wert, wenn wir, aber das hier ist wie gesagt Kunde. Für mich persönlich wäre mir das jetzt egal, aber na, kann ich halt nicht mehr so verkaufen. Und noch einer, es ging um die Hose. Ich will hoffen, dass ihr den Dreck seht. Könnt ihr den Dreck sehen? Also total staubig. Also ich meine, das war alles so umwickelt. Ich meine, so schickt man, also so schickt man kein Hot Toy raus. Gut, wenn jetzt gestanden hätte, stark beschmutzte Ware oder stark, also steht ja da nicht. Das steht ja ganz normal. Es gibt Sachen, da steht, Ware ist leicht verschmutzt oder die Ware ist leicht, die Kartonage ist defekt. So was steht da, dann ist das okay. Aber es steht nicht da. Das war die Ware, die hätte so kommen müssen wie Ray. Ray war im Originalkarton, Ray, der gesamte Karton war super, Ray erstklassig eingepackt, nicht einmal angefasst. So ist Ray mit Baby 8 erschienen, aber ausgerechnet die beiden hier hauen rein. So, wollte ich nur mal gesagt haben, wir werden darüber noch reden und werde euch die Geschichte dieser beiden Figuren noch näher bringen, was aus diesen beiden geworden ist. Jetzt kommen die natürlich erstmal wieder in die Vitrine. Ja, aber ich finde es toll, also ich finde die super, wie die verarbeitet sind. Ich finde es aber so nicht, also so gibt es nur Ärger. Alles klar, und wie wir das hier mit dem Arm machen, ne? Ich meine, unter uns, also dass die neue Ordnung schon Schutzschilder hat, ne? Also, also das ist schon hart, das hatten die anderen Stormtrooper nicht. Ne? Ihr kennt ja den Film, abends im Museum, und abends im Museum werden die Figuren dann lebendig. Und dann ist klar, dass das dann so aussieht. Wenn die dann lebendig werden und sag mal, ich komme zu früh und die können sich nicht wieder zur Figur, dann sieht das dann so. Spaß muss sein. Ihr seht, ich sehe es humoristisch und die anderen Figuren waren alle wunderbar geliefert. Ob das Grievous war, ja, Grievous, seine Arme hier sind absolut perfekt. Ja, das sind die Arme von Grievous, seine Finger, alles. Da ist alles wunderbar. Das war alles so wunderbar verpackt, ja. Also, da könnte man nicht einmal meckern drüber. Ja, also die Grievous-Figur, ich meine, für 1050 Euro wäre ich sehr knatschig, wenn da irgendwie was dran gewesen wäre. Ja, ist klar. Okay, das war's. Das war mein Unbox-Video, zweiter Teil. Ware ausgepackt und dann tierisch erschrocken, dass die so aussehen. Ich habe die Bilder, ich habe also Fotos gemacht, habe diese Fotos dann zum Großhändler geschickt. Er soll sich jetzt mal sich das mal anschauen, was da abgelaufen ist. Ich meine, total falsches Kartonage, Game of Thrones und nicht, wie gesagt, Hot Toys, war nicht in Hot Toys, war in einem völlig anderen Karton und einfach nur umwickelt. War einfach nur mit Plastik umwickelt, mehr nicht. Und das ist nicht normal. Also Ray war in einem Umkarton, war in einem Hot Toys Karton und wunderbar verpackt und kam auch wunderbar raus. Alles super. Wirklich, alles super. Die will man gar nicht auspacken. Weil die viel, ne? Ihr wisst, die will man gar nicht auspacken. Ja? Ich meine, wenn das so geliefert wird, ist klar, da kann man die auspacken, aber hat keinen Wert von 310 Euro. Auf keinen, nee. 310 Euro? Lasche ab? Ich weiß nicht. Ne? Ja. Ich meine, Gott sei Dank ist nicht noch mehr. Mit dem Rest kann man ja leben. Ja, nur der Kunde nicht. Ich muss damit leben. Schade eigentlich. So, hier ist nochmal der Beweis. Das ist Ray mit BB-8. Wunderbar Verpackung. Ne? Das ist ja wohl einwandfrei geliefert. Dürfte jetzt sein, dass das kommt jetzt durch mich, weil ich sie leider ins Regal gestellt habe. Aber die war, dieser erste Tag da war, war absolut super. Keine Mängel dran, auch innen drin nicht.
Das habt ihr ja gesehen. So, so ist Ray gekommen. In einem richtig guten Paket. Habt ihr ja auch gesehen. Und im Originalkarton. Ja, die Nummer, da war sie. Ja, da steht auch Ray BBAZ. Ja, so. Aber der Finn ist so gekommen. Aber ist dieselbe Firma und das ist ja nicht Hot Toys, oder? Die Nummer, ich meine, kommt auch schätzungsweise aus China. Aber das hier ist irgendwie privat, keine Ahnung. Das war hier einfach nur so ein Deckel drauf. Ne? Hier so ein Deckel drauf, das war's, mit Papier. Und ich meine, da hat er ja schon gesehen, in dem Moment, wo ich es ausgepackt habe, und dass ich da anfing zu stutzen. Ne? Ja, und dann ging der Ärger an. Wie gesagt, was dabei rauskommt, weiß ich nicht. Auf BB8 und Ray, dass ich nichts komme, ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, das ist so toll verarbeitet, das ist alles. Da möchte man es kaum auspacken. Da bin ich ehrlich. Also, nee, möchte ich nicht. Schauen wir mal. Und die anderen beiden haben sicherlich im Museum, sind die lebendig geworden, haben Gas gegeben. Ihr seht, ich sehe es locker. Ich meine, war viel Geld, die beiden zusammen. Also so ist es nicht. Ja, also, so ist es nicht. Ja.